As for the bankers, I would like them to think, because there was once upon a time where you could do banking with honest money, with gold. But if you think that your future is to be the government entity and sort of scheming people out of their life savings, I think that your days are numbered. Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es ist der 6.5.2018 und wir haben heute mal ein extrem wichtiges Thema anzusprechen. Es geht heute nicht darum, ob der Bitcoin jetzt die 10.000 schafft, wie weit sich der Bitcoin korrigiert, welche Kryptowährungen momentan die heißesten Währungen am Markt sind. Es geht um was, was viel wichtiger ist und was das ganze Geld verdienen an Kryptowährungen um ein weites übersteigt. Es geht einfach um viel mehr in dem Bereich Kryptowährungen. Es ist einfach ein Thema, was mich schon lange sehr aufregt und ich will das Ganze heute einfach ansprechen und euch ein paar Punkte nennen, was wir alle einfach falsch machen und wo wir alle ja viel mehr daran arbeiten müssen. Es geht jetzt konkret darum, dass eben diese Interest Rates von Google, wo also Google misst, wie sehr sich die Leute für ein Thema interessieren, immer weiter sinken. Und das ist der Punkt, wo wir einfach alle ansetzen müssen und extrem stark dagegen angehen müssen. Da muss sich jetzt jeder an die eigene Nase fassen, weil es geht bei Kryptowährungen, egal in welche Gruppe ich bin, egal mit wem ich rede, es geht meistens immer nur darum, okay, wo soll ich jetzt rein investieren, hau in den Coin was rein, hau in den Coin was rein. Es geht nur darum, irgendwie bei den meisten schnelles Geld zu machen. Und wir arbeiten einfach zu wenig dran an dieser Revolution. Wir sind jetzt im Jahr 2018, wir haben diese einmalige Chance, die zentralen Systeme hinter uns zu lassen. Wir haben die Chance, uns von den Banken loszulösen und wir haben eben auch die einmalige Chance, diese Revolution anzuführen als Early Adopters. Das größte Problem daran ist nur, dass wir es nicht machen. Es macht keiner. Keiner macht was. Wirklich keiner. Ich traue mich euch wetten, 90% oder 95% der YouTube-Zuschauer machen nichts. Ich mache natürlich auch viel zu wenig. Ich mache zumindest nur YouTube-Videos. Aber um das Ganze voranzutreiben, müssen wir einfach aktiver sein. Was ist das für eine Revolution, wo wir einfach hinter den Bildschirmen sitzen und uns darüber unterhalten, ne? Und wir wollten vor allem darüber streiten, ne? Welcher Coin momentan besser ist. Es geht nur um das. Keiner beruht sich mehr aufs Wesentliche, keiner beruht sich mehr auf die Vision von Satoshi, was eigentlich die eigentliche Version war. Es ging niemals darum, irgendwie schnell reich zu sein mit Bitcoin. Es geht darum, einfach diese einmalige Chance zu nutzen, die sich jetzt unserer Generation bietet. Und das, solche Chancen gibt es nicht oft. Wirklich, das ist diese Chance, die wir jetzt haben. Und wir müssen das nutzen, wir müssen daran viel mehr setzen. Es kann jeder im Kleinen schon beginnen, nämlich so wie ich gestern, wenn ihr irgendwo hingeht, fragt überall, ob die Bitcoin akzeptieren. Fragt, ob die Krypto akzeptieren und sie sagen nein. Fragt, warum nicht. Erklärt den Leuten, was Krypto für sie bedeuten könnte, warum Krypto für ihr Geschäft wichtig ist, was Krypto so viel besser macht als die zentralen Banken. Erklärt den Leuten, was Inflation ist. Erklärt den Leuten, wie das Geldsystem funktioniert. Ich weiß, vielleicht wissen viele Zuschauer das Ganze noch nicht, wie die Geschichte der Banken so ist. Auf alle Fälle, die Banken hatten ja mal eine Art Daseinsberechtigung, als es diesen sogenannten Goldstandard gab. Der Goldstandard war einfach, dass jeder Geldschein als Art Schuldschein war und dass dahinter ein Goldstück angelegt war. Sprich, wenn ich dir jetzt einen Schein gegeben habe, dann hast du gewusst, okay, dieser Schein hat einen Wert, weil mit diesem Schein kann ich in eine Bank gehen und mit diesem Schein ist ein Goldstück hinterlegt. Das heißt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß das Satz nicht auswendig, hatten wir diesen Goldstandard und die Banken hatten eine gewisse Daseinsberechtigung, aber seit dieser Goldstandard aufgehoben wurde, haben die Banken null Daseinsberechtigung mehr. Es braucht keine Banken. Es hat noch nie Banken gebraucht. Und die Banken sind einfach ein Mittelsmann, die einfach Geld aus dem Nichts drücken. Ihr hört vielleicht oft von einflussreichen Bankern oder einflussreichen Finanzaufsichtsbehörden, dass Kryptowährungen als eine Art Schneeballsystem hingestellt werden. Das größte Schneeballsystem der Welt sind Fiat-Währungen. Ihr müsst euch vorstellen, die Zentralbank kann bei Knopfdruck entscheiden, ob sie jetzt nochmal 300 Millionen nachdrucken, ob sie eine Milliarde nachdrucken und so unser Geld immer weniger wert werden lassen. Und das ist einfach das Hauptproblem, was wir haben, dass viel zu wenig im Kryptobereich wirklich auf Leute zugehen und denen das Problem erklären. Die meisten Leute, die andere Leute animieren wollen, gehen nur mit dem Grundsatz hin, den Leuten von Gewinnen zu erzählen, davon zu erzählen, welche Coin momentan hot ist, was denn dieser Coin ungefähr macht und ja, ihr sollt da rein investieren, weil er nämlich Geld verdient. Klar, ich muss mich da auch an die eigene Nase fassen, Geld verdienen ist das eine, Geld verdienen ist da wichtig, jeder braucht Geld und Geld macht natürlich auch zu einem gewissen Grad glücklich, aber
diese Chance, die sich da uns jetzt bietet, muss einfach viel mehr genutzt werden. Und da ist auch mein Anspruch oder so, meine Bitte an Leute wie Julian Host oder Cool Savage. Warum, wenn man so eine Reichweite hat, dieses Video hat 1 Million Aufrufe. Das ist, hat am meisten Aufrufe im ganzen Kryptobereich. Dieses Video. Und in dem Video wird darüber gerappt, irgendwie aus einem Hunderter eine Million zu machen. Die Leute interessieren sich nicht, für was sie investieren. Sie knallen irgendwo was rein, haben keine Ahnung von Blockchain, von um was es überhaupt geht. Hauptsache, ja, Geld rein investieren. Und bei sowas macht halt noch auch irgendwie ein hochrangiger Vertreter der Kryptowelt mit. Muss sowas sein. Ich weiß auch nicht, was da die Intention dahinter war, auch von Julian. Warum nutzt man die Reichweite nicht besser? Warum schafft man es nicht, irgendwie mehr auf die Leute zuzugehen? Klar, diese ganzen Krypto-Nights und so weiter, das sind alles, alles ein Anfang, aber zu den Krypto-Nights gehen auch nur die Leute, die sich bereits für Krypto investieren. Es geht keiner natürlich, ich schätze ein prozentual sehr geringer Teil, geht zu Krypto-Nights, wenn er das erste Mal was von Kryptowährungen gehört hat, dann kann natürlich auch keiner Julian Host. Da muss einfach viel mehr angesetzt werden, anstatt so ein Video zu produzieren, wo das Video eigentlich von Haus aus schon komplett lächerlich ist und was ich wirklich nicht verstehe, warum man irgendwie sowas transparent macht und auch von Cool Savage, das kann einfach nicht unser Ziel sein. Natürlich, viele Leute haben das Video gesehen, aber würdet ihr euch, wenn ihr sowas seht, als seriöser, erwachsener Mensch irgendwie dazu animiert fühlen, in Kryptowährungen zu investieren, wenn irgendwelche Gangster-Rapper davon erzählen, dass sie aus einem 100er über Nacht 1 Million machen? Also ich wäre auf keinen Fall davon überzeugt. Und wir haben auch dieses Video. Dieses Video hat wahrscheinlich Produktionskosten gehabt in 6-stellige Höhe. Ich weiß nicht, was sowas kostet. Auf alle Fälle sah das jetzt auch ein wenig aufwendig aus. Warum nimmt man nicht dieses Geld, steckt es in die Produktion von Julians Büchern, von Julians CryptoFit-Büchern und verschenkt, nicht verschenkt, aber macht eine Aktion. Zum Beispiel Julian, ich weiß nicht, wenn man nicht sonst erreicht, ob man irgendwie eine Anfrage macht. Warum gibt man nicht an Universitäten, such gezielt Leute, die sich für Kryptowährungen interessieren, an Universitäten, gib diesen Leuten 500 Bücher, lasst die Leute an die Universitäten stellen, teilt diese Bücher aus, lasst gute, kompetente Leute an die Uni stellen, redet mit den Studenten dort. Ich weiß, bei unserer Uni sind jeden Tag 100 Stände von irgendwelchen langweiligen Sachen. Warum setzt man nicht mal dort an? Warum setzt man nicht mal dort an, wo man die Leute am besten erwischt? Gerade die jungen Leute, für uns ist das die Zukunft. Und auch natürlich, wenn ich im letzten Video gesagt habe, Leute über 40, ich habe jetzt mittlerweile mitbekommen, dass ich sehr viele Zuschauer über 40 habe, tut mir leid. Da könnte man ansetzen. Warum nicht statt die Kosten in diesem Video sparen, diese Bücher produzieren lassen, diese Bücher verschenken, Bücher an Universitäten verschenken, Leute gezielt auf den Straßen drauf anbrechen, in einer seriösen Art und Weise, nicht irgendwie mit so einem Art Online-Marketing-Scheiß, wo man die Leute irgendwie reinlocken will und irgendwie erklären will, dass es nur darum geht, Geld zu machen. Warum macht man nicht sowas? Und da ist wirklich jeder einzelne von euch gefragt. Ihr könnt im Kleinen damit anfangen, ihr könnt T-Shirts tragen. Wir werden in Zukunft auch noch T-Shirts produzieren. Ich will so ein Design machen, wo dann irgendwie so oben steht, Decentralized the Banks, das ist bestimmt auch mega cool. Einfach in die Richtung mehr Sachen machen. T-Shirts tragen, Kryptowährungen in der Öffentlichkeit präsentieren, Leute gezielt darauf ansprechen, fragen, ob sie Bitcoin akzeptieren, warum sie nicht akzeptieren. Verwandte, Freunde, Bekannte gezielt darauf ansprechen, erklären, wo das Problem liegt in unserem System, warum wir in Kryptowährungen investieren. Wir investieren nicht in Kryptowährungen, auch wenn es sehr viele machen, leider, weil wir schnell reich werden wollen. Es steht viel mehr auf dem Spiel. Es jammern immer wirklich viele rum, dass sie diese Zeit damals verpasst haben in Silicon Valley, wo man so schnell reich wurde, wie Steve Jobs damals diesen Techno-Boom, wo man gesagt hat, okay, damals ging es wirklich noch leicht, reich zu werden. Dann hieß es in den 90er Jahren, boah, in der Dotcom-Zeit ging es noch richtig leicht, was zu gründen, reich zu werden. Jetzt gibt es ja nichts mehr, jetzt ist das nicht mehr so einfach. Dann wurde wieder gesagt, als die Sachen wie Facebook kamen, Snapchat und so weiter, im Anfang vor 2010, sorry, wurde auch gesagt, okay, es wurde so leicht, damals reich zu werden. Und jetzt interessiert sich wieder keiner dafür, wenn irgendwas revolutionär Neues im Raum steht. Wir sind immer noch die Early Adopters. Ihr habt die Chance, euch diesen entscheidenden Vorteil über andere zu schaffen. Überlegt euch Geschäftsideen, überlegt euch Businessmodelle, wie ihr eben die Blockchain auch nutzen könnt, um euer eigenes, ja, Glück sozusagen voranzutreiben. Ihr könnt darauf Unternehmen bauen, ihr müsst kein ICO machen, aber ihr könnt euch darauf spezialisieren, Blockchain-Consulting zu machen, alles in diese Richtung. Wir haben so viele Möglichkeiten und es regt mich so extrem auf, dass die Leute so ignorant sind und das Ganze irgendwie so schlecht beachten. Es wird wirklich von 98% der Leuten weltweit Kryptowährungen angesehen, als wäre das irgendwie was Komisches, wo man irgendwie ein Schneeballsystem hat, wo es nur darum geht, Geld zu machen. Das regt mich so dermaßen auf, dass ich eben auch dieses Video jetzt gemacht habe, warum man da nicht mehr draus macht. Die Banken, die Institutionen, Facebook etc., ihr wisst ja, Facebook hat die Twitter, die Kryptowährungen, die Werbungen gesperrt, YouTube fängt auch damit an.
Die haben schon Angst, wirklich, die haben alle schon Angst. Die haben extreme Angst vor dem, was passiert. Die haben Angst vor dieser Revolution. Aber die Revolution funktioniert natürlich nur, wenn genug Leute auch das Ganze anerkennen und das Ganze mitmachen. Wenn das weiterhin bei den 2% bleibt, dann ist es dem Staat dann leichter, es einfach immer mal zu sagen, okay, wir machen dicht, Kryptowährungen sind illegal. Wenn 98% der Leute dahinter stehen, dann haben wir als 2% keine Chance. Also müssen wir als 2% jetzt schauen, dass wir diese 2% so schnell wie möglich vermehren. Je mehr Leute das werden, desto schwerer wird es für den Staat, irgendwie dann noch einen Riegel vorzuschieben. Und da gibt es auch dieses Stichwort, was ich in dieser eigenen Doku gesehen habe: The genie is already out of the bottle. Das stimmt auch bereits. Es ist wirklich für die Staaten und auch für die Institutionen, Finanzsysteme. Es ist wirklich schwer noch dagegen anzukämpfen, aber wir müssen das Ganze trotzdem noch viel energischer vorantreiben. Viel. Wir machen viel zu wenig, alle, jeder von uns. Wir können das Ganze einfach noch viel mehr vorantreiben, diese Revolution. Es ist die Chance, die wir jetzt in diesem Leben haben. Es wird nicht so schnell kommen. Und ja, da gibt es auch dieses eine Sprichwort vom Che Guevara, glaube ich, war es, wo er gesagt hat, dass man eben, man kann den Revolutionierer ins Gefängnis stecken, also sozusagen, man kann vielleicht versuchen, den Bitcoin zu Tode regulieren, aber man kann die Revolution an sich nicht ins Gefängnis stecken, man kann die Blockchain nicht aufhalten, aber wir müssen einfach alle viel mehr dran arbeiten. Das war einfach mal mein Rant dazu sozusagen, mein Real Talk, weil ich das einfach mal klarstellen wollte. Ich habe das gestern auch in meiner Gruppe thematisiert und habe versprochen, dass ich dazu heute ein Video bringe. Und ich hoffe, ihr teilt dieses Video auch, ihr zeigt dieses Video anderen Leuten, anderen YouTubern. Holt euch das gleiche Mindset, seid gleich motiviert, arbeitet daran, dass wir mehr Akzeptanz bekommen. Wir brauchen viel mehr Leute, die uns helfen, diese Revolution voranzutreiben. Ansonsten schaffen wir es nicht alleine. Damit bedanke ich mich auch für die Aufmerksamkeit in diesem Video. Es war jetzt ein wenig anderes Video. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass ich jetzt keine Bitcoin-Chart-Analyse gemacht habe. Aber es ist ein Thema, was wirklich mal angesprochen hat werden müssen. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens morgen wieder. Oder ich mache gleich vielleicht auch noch eine Bitcoin-Analyse oder einen Livestream. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, euer Technical Crypto.